Ja, moin moin, willkommen in der Garage. So, also, das ist geklärt. Den alten Motor, den gibt es definitiv nicht mehr. Den mit dieser Welle. Gibt es nicht mehr lieferbar. Es gibt nur noch die neuen Motoren. So, da haben wir ja festgestellt, da haut das mit dem Rad nicht hin. Jetzt gibt es neue Räder, die sind eigentlich auch nicht lieferbar. Also die alten Motoren gibt es nicht mehr und für die neuen, es gibt neue Motoren, aber es gibt keine Räder mehr. Dieses Rad passt hier wunderbar drauf und der Kraftschluss wird praktisch, hier drin sind Walzen, die sich sperren, wenn das Ding rückwärts dreht. Das heißt also, da ist praktisch dieser Freilauf drin. Und so soll das dann mit dem Antrieb funktionieren. Gut, jetzt ist natürlich noch die Geschichte. Das ist jetzt hier dieses Ding, was hier natürlich drauf kommt. Und das ist natürlich jetzt auch ein kleines Stück zu klein. Das Ding muss ich also auch erstmal ein bisschen größer feilen. Aber von den Löchern her passt es. Das heißt also erstmal Pfeile ansetzen oder dremeln und ein kleines bisschen aufmachen, dass das Ding hier rüber geht. Und dann soll es so sein, dass wir die Antriebseinheit wieder zusammenbauen können. Ich bin gespannt. So, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Muss ich nur noch wissen, wo habe ich denn das Teil jetzt hin? Hier. So, ist also ein bisschen aufgeweitet. Passt jetzt auch über die Welle drüber. Aber jetzt müssen wir ja hier Reifen und Schlauch runternehmen. Und das muss natürlich auf die andere Felge. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Aber gucken wir mal. 12,5 mal 2, 1 Viertel. Na. Ja, dann bauen wir das mal eben um. So, wo ist denn mein Ventildieb? So, und jetzt dieses kleine Rad hier festhalten, um das darüber zu ziehen. Und das bei der Affenhitze hier in diesem Stall. Wir sollten ja ausnahmsweise mal die kleinen Montierhebel reichen. Ne? Für den zweiten. So. Ja, wenn das alles nicht passt, ne? Das ist immer wieder super. Und ich frage mich gerade, ob das so eine super Idee war, ein weißes Hemd anzuziehen, aber es ist jetzt auch egal. So, das kann man sich als Trophäe an die Wand hängen oder was.
12 Zoll hat das andere Rad auch. Daran soll es nicht liegen. Ah. Aber ins Tiefbett drücken hier, ins Felgenbett drücken. Und das bei der Wärme hier heute. Schönen Dank auch. So, ein bisschen Talkum hier drauf. Ein schöner Schweinsraum, oder? So, und jetzt, wo ist das Ventilloch? Da, und da muss das Ding rein. So, da machen wir ein bisschen Reifenmatsche drauf. Und dann passt das auch. Reifenmatsche. Auf das ist besser reinrutscht. So, jo, das passt. Also heute ist es draußen fast dunkel, aber es ist immer noch scheiße heiß. So, das Ding da rauf drücken und dann Scheibenbremse, Bremsscheibe montieren und dann mal weitersehen. So. Jetzt muss eigentlich nur noch, wenigstens passt die Bremsscheibe so drauf. So, und jetzt kommt das so festgeschraubt. Ja, und dann sollte das passen. Da die Schraube schon vorher ein bisschen schwer ging, werde ich da jetzt keine Schraubensicherung drauf machen. Diese kleine Bremsscheibe ist mit 6 Schrauben fest. Und bei 20 Stundenkilometer, ich glaube, das wird auch so halten. So. Hier diese Linksgewindemutter wieder drauf. So, was hatte ich das letzte Mal gesagt? 22 steckt nämlich noch drauf. Thank you.
So. Und so soll das Ganze jetzt reinpassen. Hoffentlich. So. Nun soll das ganze Gedöns da wieder rein. Na, dann gucken wir doch mal. So. Das sieht so verkehrt gar nicht aus. So, jetzt haben wir hier 2, 4 kleine Schrauben und 4 große Schrauben. Ach so. Die kleinen Schrauben sind hier für die Lagerabdeckung. Und die großen Schrauben sind hier für den Motor. 1, dass er schon mal nicht mehr abhaut hier. Und eine da unten. Vier. Ach ja. Und das Ding kam woran? Wie gehörte denn das Ding da noch an? Da muss ich jetzt wahrscheinlich wieder selber. Der gehörte ja hier ran, ne? Ne, hier. Hier gehörte der ran. Dann muss ich da die beiden Schrauben nochmal wieder abnehmen. Ja. Das waren nämlich diese beiden hier. Kann ich auch gleich mal weg. Ja, das nutzt dann ja nichts. Nochmal wieder ab. So, jetzt nur die Lagerdecke hier wieder drauf. Und dann können wir gleich mal die Kabel mal notdürftig zusammenstecken und gucken, ob das alles so weit so gut funktioniert. Auf der anderen Seite auch noch. Und dann sollte das eigentlich für den Testlauf gut sein. So, jetzt kommt der Test. Die Schrauben sind alle noch nicht ganz fest. So, Zündung an. Ausrichten mit dem scheint, als wenn die Bremsscheibe einen ganz kleinen Schlag hat, aber das kriegen wir gleich auch noch hin. Aber es funktioniert wunderbar. Gut, denn Batterie ab. Kabel sauber durchführen, alles richtig festziehen. Hier hinten ist noch so eine Schraube, da kann man den, ja, ich sag jetzt mal Bremssattel, ein bisschen verschieben nach links und rechts. Dann kann ich das noch ein bisschen ausmitteln und dann sollte das passen. Wow! So, fertig, wieder zusammengebaut, sauber gemacht. Zündschlüssel umdrehen. Wow.
sehen, dass ich die Unwucht da gleich noch ein bisschen rauskriege, noch mal Luft rauslassen, ein bisschen kneten. Aber ansonsten kann ich Horsi anrufen. Er kann die Kiste wieder abholen. Ja, was dabei noch interessant war, es war ja so, dass das andere Hinterrad nicht lieferbar war. Nun fragen sich natürlich einige zu Recht, wo habe ich denn das her? Also es war so, als der ganze Scheiß nicht passte, habe ich beim Händler angerufen und habe gesagt, irgendwie, das haut hier alles so nicht hin. Und dann haben die gesagt, ja, schick mal Fotos. Habe ich gesagt, alles klar, habe ich geschickt. Und dann haben sie gesagt, ja, nee, die alten Motoren gäbe es nicht mehr. Man hätte nachgefragt bei Sachs bzw. bei SFM, wie sie ja eigentlich inzwischen heißen. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir nun? Ja, dann müsste man auch das passende Hinterrad dazu haben. Und aber das sei im Moment nicht lieferbar. Es gäbe es noch, aber es sei im Moment nicht lieferbar. Da habe ich gesagt, naja, das ist ja ein super Ersatzteilservice von SFM. Da mache ich dem Händler ja keinen Vorwurf. Er hat es ja für mich bestellt. Und nun kommt der Kracher. Ich hatte natürlich gefragt, wie geht das überhaupt mit der Kraftflüssigkeit da hinten? Ja, wollte man alles klären. Eine Stunde später kriege ich einen Anruf. Da hat mir der Monteur da gesagt, wie das funktioniert. Also das funktioniert im Grunde genommen, ich sage jetzt mal so ganz grob, wie so ein Stehbolzenausdreher. Da sind so kleine zylindrische Rollen drin. Und die werden bei einer bestimmten Drehrichtung über so einen Exzenter rangedrückt. Und das gibt dann den Kraftschloss. Und sorgt dafür dann auch, dass das ein Freilauf ist. Weil ich kann ja jetzt hier das Hinterrad, das seht ihr gar nicht, ne? Das Hinterrad kann ich ja jetzt so drehen. So, dass das jetzt noch so ein bisschen, achso, jetzt hat sich der hier noch mal ein bisschen gesetzt. Ja, ich muss die Bremse gleich noch mal, doch noch mal einen kleinen Schlag nach unten setzen. So, und da habe ich gesagt, ja, und was mache ich denn jetzt? Wo kriege ich denn jetzt die Teile her? Und dann haben die gesagt, ja. Also sie würden mir anbieten, sie schicken mir ein Rad. Das würden sie aus einem neuen Roller, den sie da stehen haben, ausbauen. Und das würden sie mir auch auf Rechnung schicken. Bräuchte ich erstmal noch nicht zu bezahlen. Und dann sollte ich doch mal gucken, ob das alles so zusammenpasst. Und wenn ja, soll ich einfach die Rechnung für das Rad bezahlen und dann ist die Sache erledigt. Gut, das Rad ist jetzt hinten schwarz und hat ein bisschen andere Form, aber scheißegal. Da muss ich ja schon mal sagen, ich meckere ja immer viel über Händler, aber das hätte ich nicht erwartet. Und wie versprochen, heute war das Rad in der Post. Passt alles zusammen. Ich setze mich also gleich hin und überweise denen ihre Kohle. Und da muss man mal sagen, also Hut ab, es gibt auch Leute und Händler, die sich wirklich für die Kunden engagieren. Und der Roller ist ja nicht mal da gekauft. Also ich war für die ja Neukunde. Da muss ich mal sagen, das ist einfach eine Bombengeschichte. Ja, gut. Nur kurz nochmal aus der Abteilung. Ab und zu freue ich mich ja auch mal. Ich habe hier ein Original-Luftfilter für eine Boxer gekriegt. Weil die Luftfilter für eine Boxer kriegt man ja auch nicht mehr. Und die Original-Zündspule mit dem Winkel unten dran. Original Piaggio. Dann kann ich die Boxer jetzt doch nochmal auf die Originalspule umrüsten. Und kann die blaue Zündspule, die ich da jetzt eingebaut habe, die kann wieder an meinen Motorprüfstand da. Und dann ist die Boxer auch wieder nahezu original. Ist das nicht super? Ja, also wie gesagt, ab und zu gibt es auch mal ein paar nette Geschichten. Ja, schön. Fertig soweit. Ich rufe Horsti an. Er wird sich freuen. Kann er wieder fahren. Das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.